Wir müssen rennen, sofort! Der Hafen ist gleich da vorn! Los, wir müssen ein Boot besorgen! Hallo und herzlich willkommen zurück! Hey! Wir haben hier Zivilisten! Bitte! Was sagt er? Ich glaube, sie helfen uns. Das ist der nächste Weltkrieg. Los geht's. Einsteigen. Heck, alles okay? Ja, klar. Fortress, hier ist Tombstone 4. Wir kommen in einem zivilen Boot. Over. Hier, Fortress. Okay, Beeilung. Die alte Rostschüssel ist nicht gerade ein Speedboat. Over. Hier ist Fortress. Steht ihr unter Beschuss, Tombstone? Ich wiederhole, Tombstone. Steht ihr unter Beschuss? Gebt mir einen Lagebericht. Das war ein fucking EMP. Keine Sorge! Der zerstört Elektronik, keine Menschen. Wir müssen die Leute hier raus und in Sicherheit bringen. Fortress, hier ist Tombstone, komm! Scheiße, alles tot. Sieh mal die Boote. Die ganzen Leute, die setzen auf den Präsentierteller. Folgt uns! Folgt uns, wir bringen euch in Sicherheit! Irish, was machst du denn? Wir können sie nicht einfach hier lassen, Pack. Folgt uns! Wir bringen uns zur USS Mercury! Bist du nicht ganz dicht, Irish? Ich bin völlig klar im Kopf! Folgt uns! Ihr müsst uns folgen! Wir bringen euch in Sicherheit! Los! Fortress, hier ist Tombstone! Kommen, over! Fortress, hier ist Tombstone! Kommen! Ich glaube, das wird dem Typ auf dem Schiff nicht wirklich gefallen, dass wir da ein paar hundert Menschen mit 100 Menschen ankommen. Ja, ich weiß nicht. Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Große Scheiße. Wenn ich das so sagen darf. Mann. Ah, macht schon dick fett Bock, das Game, ey. Mann, ich will nicht aufhören, aber ich muss bald. Vorletzte Aufnahme für die Woche. Und dann geht's erst wieder am Samstag weiter. Wunderbar. So, Ladescreen. Und es geht weiter. Yo, Wrecker. Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Die hier ist okay. Finde Irish. Irish? Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Diesel sei Dank. Warum das? Keine Zündkerzen. Zum Glück liefen die Motoren, als uns das EMP traf. Wurden hier. Wow. Jahreswetter und Fernläser. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Heute sind wir Blindfische. Diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob es die Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, ich
Station 6. Seht ihr was? Negativ. Wir sehen nichts. Aber ganz in der Nähe muss Land sein. Meinst du wegen der Möwen? Wir können immer noch auf die alten Rundkreise navigieren. Sieht echt geil aus. Aber auf der Minimap fehlt das Boot. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant. Der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor. Gehen Sie mit Ihren Leuten... Alter, wie riesig so ein scheiß Schiff ist. Bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Den medizinischen Offizier stehen nicht genügend. Was ein Drecksack, Alter. Der hätte die Säcke bestimmt zurückgelassen. Die Krankenstation ist da hinten. Hey. Der Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Unseres Fahrzeugdeck. Wo ist das? Mann, gibt's hier kein Navigationsgerät? Huch. Ich brauche eine Treppe, Leck mich doch! Ja! Ich darf hier mal kurz durch. Fahrzeugdeck. Wo zur Hölle ist das? Ist aber auch lustig, gerade so ein kleines Suchspiel. Ah. Komm ey, nicht lustig. Da weint jemand. Ja. Oh, Knöpfe. Das Irish. Das Fahrzeugdeck. Fahrzeugdeck. Alter, wie viel Kabel. Leitungen. Da ist das Fahrzeugdeck. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Dicker Hubschrauber. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale abzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Denkt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Schlecht für den Zusammenhang. Auf der anderen Seite darf man das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder?
Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Season der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squad-Leader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Du siehst doch, dass es geht. Dann ist es halt so. Es war das Richtige. Und deine Argumentation hast du noch fallen, Irish. Ich sehe absolut überhaupt nichts. Nein. Die Titan. Da. Nicht zu fassen. Das ist nicht gut, Peck. Viele Leichen. Tombstone! Oh, zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Das ist mein kaputtes großes Schiff. Sprich die Titan. Auf doch. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squad wieder. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Gut, dann machen wir das mal. Aber zur Titan gehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich mache dann mal eine Aufnahmepause. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.